Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal auf der wunderschönen Kallebach. Und wir sind hier unterwegs und zwar schon auf dem nächsten Feld. So, der Helfer macht hier die letzte Bahn heu mit dem Wender von Pöttinger. Und dann werden wir jetzt hier gleich dann eine Schwart legen. Und dann machen wir hier auf dem Feld Heuballen auf jeden Fall. So, wunderbar. Dann sind wir hier auf jeden Fall auch erstmal durch. Jo, wir klappen das Ganze zusammen und dann räumen wir wieder mal ein kleines bisschen auf. Sehr schön. Auf der wunderschönen Kallebach vom Kalle. Jo, ihr habt abgestimmt. Ihr wolltet, dass wir diese Map noch ein bisschen spielen, dass wir dieses Projekt noch etwas vorantreiben. Und da habt ihr auch gar nicht mal so unrecht. Denn im Gegensatz zu unseren beiden Streaming-Projekten auf der Oberschwaben und der wunderschönen, auch vom Kalle, Alteiche, haben wir hier wirklich ein bisschen andere Herausforderungen zu meistern. Alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen enger, alles ein bisschen älter. Auch was die Maschinen angeht, wollen wir hier doch etwas mehr kleinteiliger arbeiten. Und damit meine ich aber jetzt nicht Yogis Micromanagement, sondern wir werden eben hier mit kleineren Maschinen arbeiten. So, und dann eben auch kleinere Felder hier bearbeiten. Sehr schön. Dann fahren wir mal kurz hoch. Hups. Denn wir haben ja auch einen neuen Schwader. Den werden wir jetzt hier auch gleich zum Einsatz bringen. Und dann, wenn der Helfer dann unterwegs ist, werden wir mal rübergehen zu unserem neuen Schlepper von Deutz. Wobei, so neu ist der ja auch gar nicht mehr. Und dann will ich auf jeden Fall mal 1, 2 Grasballen hochbringen zu unseren Schafen, weil da wollen wir schauen, dass die nicht am Verhungern sind. Die sollen ja ordentlich Wolle für uns produzieren. Ja, die Schafe. So, einmal ausklappen. Und wenn wir schon bei den Tierchen sind, ihr wisst ja Bescheid, LS25... So, da wird es auch neue Tiere geben. So viel ich gesehen habe, wird es wohl jetzt auch Ziegen geben. Und die Wasserbüffel sind jetzt auch bestätigt. Also es wird wohl zukünftig auch die Möglichkeit geben, Wasserbüffel zu halten. Und Wasserbüffel liefern Milch. Milch, und diese Milch können wir wohl, so wie es aussieht, nicht nur, ja, ich sage mal, zu Milch bringen oder Milch verkaufen, sondern wir können da wohl Mozzarella dann produzieren als spezielle Produktion, was man da so gehört hat. Naja, es ist ja wie immer, es wird alles so scheibchenweise veröffentlicht und man hört dieses und jenes. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe das Ganze hier schon etwas vorproduziert. Die Folge ist für den Samstag gedacht. Also, wenn ihr die Folge seht, ich habe das Ganze jetzt schon am Mittwoch hier aufgenommen. Und das ist so ein bisschen der Stand. Aber ich, wie gesagt, es kommt jeden Tag wieder was Neues. Das Neueste, was ich auch hier wieder gehört habe, soll wohl sein, dass wir auch zukünftig hier unsere Tierchen direkt auf der Weide grasen lassen können. Und das nächste, was auch gekommen ist, KI-Verkehr soll wohl zukünftig auch cleverer sein und tatsächlich auch überholen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ich mache das jetzt so, dass ich hier über die Schwart fahre und dann einfach nochmal eine Schwart mache. So, weil das geht natürlich auch hervorragend dann aus der Innenansicht. Und dann lassen wir gleich mal den Helfer los. Denn wir haben jede Menge zu tun, auch wenn es jetzt noch früh am Morgen ist. Die Sonne ist endlich draußen, es ist hell. Und ich habe ein kleines bisschen die Zeit vorlaufen lassen. Aber jetzt können wir dann schauen, dass wir wieder zu einermaßen normaler Arbeitszeit hier weiterkommen. Auch wenn wir im November sonst, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel zu tun haben. Es geht auf den Winter zu. Wir machen uns winterfest. Und die Felder sind soweit bestellt. Und die Tierchen müssen noch versorgt werden, teilweise mit Wasser. Wir müssen Mist zum Schrebergarten noch bringen. Und wie gesagt, hier vielleicht noch düngen. Das wäre nicht verkehrt, dass wir die Grasfelder noch düngen. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun für diesen Monat, sodass wir dann zügigst, ja, in den Winter und ins nächste Jahr kommen. So, lassen wir den mal laufen. Mal schauen, was er jetzt da draus macht. Der Helfer. So, ich gehe davon aus, dass er jetzt wendet und nochmal eine Schwart auf die Schwart legt. Dann wird das eine richtig fette Schwart. Jo, das sieht doch gut aus. Sehr schön. So, wo haben wir unseren Deutz? Den haben wir hier stehen.
Dann machen wir mal den Motor an. Wir haben jetzt die Grasballen soweit gepresst. Aber ich will auf jeden Fall mal zwei Ballen zu unseren Tierchen bringen, zu unseren Schafen. Ich hoffe, das klappt hier. Ich habe ja extra diese, ich sage mal, Multifunktionsanbauteile hier genommen. Damit können wir nicht nur schaufeln, sondern wir können, eigentlich müsste es gehen, auch Ballen aufnehmen. Ach du Schande. Ja, die sind schwer, die Ballen, ne? Ich habe zwar Radgewichte, aber ob die jetzt reichen? Warte, noch kurz zurück. Ich bin gespannt. Oh oh, Freunde, das wird nichts. Ja, die Ballen sind schwer. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das gleich in die Mitte. Lass mich nochmal schauen. Die sind schwer, ne? Das ist halt eine andere Hausnummer als eben 850, 890 Kilo. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, als würden wir Strohballen wegschleppen. Okay. So, aber ich will auf jeden Fall einen Ballen zu den Schafen bringen. Ich muss da nämlich auch mal checken, haben wir da nicht auch ein Ballenlager? Also wir haben ein Ballenlager am Hof, wir haben ein Ballenlager bei den Kühen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir auch ein Ballenlager, aber ich bin mir relativ sicher, auch bei den Schafen haben. Weil dann können wir natürlich ein paar Grasballen mal hochbringen. So, ich muss mal die Karte einblenden, weil ich glaube, wir können hier links fahren. So, vor. Fußgänger, Vorsicht. Landwirtschaftlicher Verkehr hat Vorrang. So sehen wir ein kleines bisschen mehr. So, Dele, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Entscheidung, hier den Deutz wahrzunehmen. Ich finde den cool, hat einen schönen, satten Sound. Gefällt mir ganz gut. So, Dele, dann einmal rum hier. Und ich finde jetzt auch wirklich, auf die Map gehören wirklich Schalter mit Lastschaltgetriebe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich finde, die passen auf jeden Fall gut. Ich denke, wir werden es vermeiden mit Stufenlosen. Also moderne Schlepper möchte ich eigentlich vermeiden. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie war das? Welches Tier ist was? So, Wasser, Nahrung, 2, 3. Lass mich mal kurz in das Tiermenü schauen. Die haben Wasser und genau, die haben 2, 3, die haben 5, 4. Ah, interessant, da ist jede Menge Luft. Dann bringen wir das erstmal rüber. Ah, lass mich mal kurz überlegen. Das ist doch das mit diesem etwas komplizierten, oder? So, interessanterweise kann man da anscheinend Stroh einwerfen, aber ich wüsste nicht, dass es da irgendwie, ob das was bringt. So, jetzt haben wir hier ein Ballenlager. Da haben wir aber nichts drin, aber wir könnten natürlich dann hier Ballen reinmachen. Okay, dann sollten wir vielleicht 3 oder 4 Grasballen dann hier reinmachen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier reinkriegen. Ah, das war, glaube ich, diese enge Nummer hier. Oh, Leute. Ich hatte eigentlich die Idee, mit dem Frontlader das Ganze zu erledigen. So, warte. Oder nimmt er die? Er nimmt sie. Er hat sie genommen. Sehr schön. Warte. Ja, sehr schön. Okay, das klappt, wenn der hier liegt. Alles klar. Bast sitzt, wackelt und hat Luft. Ja, aber ist alles ein bisschen eng hier. Das merke ich schon. Okay. Müssen wir nochmal austesten, wie weit wir wirklich den Ballen hier reinschieben müssen. So. Okay, die Ente. Ja, wenn wir einfach auf dem Gas bleiben, dann klappt das gut. Dann können wir uns vor dem Kollegen hier reinschieben. Ist hier angesagt, aber das werden wir nicht erreichen. So, keine Sorge, ich biege hier links ab. Und dann können wir nochmal einen Ballen hochbringen, aber ich will nochmal rüberschauen, was der Case macht. Nicht, dass der wieder wilde Geschichten macht. Bevor wir dann rüberfahren. Ah ne, wir müssen ja hier noch wickeln, stimmt ja. Wir haben ja noch jede Menge Wickelarbeit.
So, Pferdchen wird es wohl keine geben. Da bin ich jetzt kein so Freund davon. Okay, dann schnappen wir uns gleich hier den ersten. So, schauen wir mal, wo ist er unterwegs? Ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, dann können wir da auf jeden Fall ohne Probleme dann später wickeln. Denn wir werden nicht wickeln. Sorry, ich meine natürlich pressen. Apropos pressen. Ich war ja, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, vor einigen Wochen war ich ja in Schaffhausen und dort hatte ich das Glück, auf einem ja, landwirtschaftlichen Betrieb übernachten zu dürfen. Das war eher ein Zufall, aber ich fand es wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und die hatten ja auf jeden Fall auch so eine Kombi, einen Fendt-Schlepper. Dann war da eine Presse, eine Ballenpresse, eine Rundballenpresse. Habe ich nicht gekannt, den Hersteller, aber dann daran angehängt eine Göweil, ein Göweil-Wickler. So wie den wir jetzt hier auch gerade benutzen. Und das wäre natürlich eine coole Nummer, wenn wir sowas hier auch hätten. Muss ich mal schauen. Es gibt meines Wissens sowas Ähnliches, eine Kombi. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht mit einem Häcksler oder in der Kombination mit einem Häcksler ist. Muss man mal schauen. Also wenn ihr eine Ahnung habt oder wenn ihr einen Mod kennt mit einer Presse, wo wir dann einen Wickler direkt dranhängen können in einem, das wäre natürlich eine coole Nummer. Und jetzt hätte ich ja beinahe die Abfahrt verpasst. Uiuiuiuiui. So, jetzt hier rein. Ja, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ja, ist alles ein bisschen... So, ich... So, wo muss das Material hin? Hier, gell? Da ist Wasser und da müsste der Ballen hin. So, dann schauen wir doch gleich mal. Sehr schön, 3000, okay. Ja, okay, wie viel passen denn da überhaupt rein? Schubidubidu. Okay, hier passen 30 rein. Wie viel passen da rein? Na? 20? Witzig. Es ist der kleinere Stall, aber hier passt mehr Material rein. Okay. Naja, dann sei es so. In Summe also 50 Tiere hier auf dem Schafhof. Okay. So, dann werden wir auf jeden Fall später mit dem Anhänger, mit dem Krone hier ein paar Ballen hochbringen. 4 oder 5 Stück. Die lagern wir hier ein. Ansonsten weiß ich, dass wir bei den Kühen auch ein paar Ballen eingelagert haben. Ah, jetzt kommt der Große hier. Aber wir sind schneller. Also ein paar Grasballen haben wir dort eingelagert. Die brauchen wir eigentlich da unten nicht unbedingt. Aber okay, es sind stets Reserven zu bilden. Falls wir die dann doch brauchen, könnten wir die natürlich dann noch wickeln. Heu können wir daraus jetzt keines mehr machen. Also wir können es eigentlich nur noch wickeln. Hm. Oder sollen wir komplett umschichten? Das wäre natürlich auch eine Option. Dann tun wir die ganzen Grasballen vom Kuhstall hochbringen zu den Schafen. Weil wir ja die Schafe erst später gekauft haben. Stimmt, das war der Hintergrund. Na, wir werden es schon irgendwie gewuppt kriegen, aber besser wäre natürlich, wenn wir das Ganze so ein bisschen sortieren und verteilen, dass es auch Hand und Fuß hat. So, Dele, Hand und Fuß hat jetzt hoffentlich auch. Sehr schön, das Wickeln hier. Die Presse steht noch rum, die müssen wir dann auch noch aufräumen. So, zack. Wunderbärchen-Klärchen. Dann schauen wir mal. Wie weit ist er denn? Okay. Ja, ja, das wird noch ein bisschen gehen. Also der Casey hat gut zu tun mit dem Schwader, mit dem Kleinen. Ne? Ja, wie gesagt, wir schauen noch mal kurz rein. Das ist der Wender, der hat 6,90 Meter, der Schwader 4,70 Meter. Ja, ist halt nicht viel, aber wir brauchen eben auch nicht viel PS. Und deswegen habe ich mir auch schon mal gedacht, könnten wir ja vielleicht auch noch so den einen oder anderen Schlepper holen, der vielleicht noch gut hier zur Map passt. Aber schauen wir mal, was mich jetzt natürlich ein bisschen interessiert ist, wie viel Gülle haben denn unsere... Ah, das sehen wir hier nicht. Da müssen wir mal kurz rüberspringen. Denn damit ich weiß, ob wir hier die Grasfelder mit Gülle düngen können.
So, oder ob wir doch tatsächlich hier mit dem Kunstdünger ran müssen. Einmal hier durchs Gerstenfeld. Das sieht relativ gut aus, 118%. Also da können wir einen guten Ertrag erwarten und vor allen Dingen Stroh, Stroh, Stroh. Wir brauchen Stroh. So, Dele, da sind wir bei den Kühen. Was haben wir hier? Stroh, Gülle, 2500 ist nicht allzu viel. Wie sieht es denn mit der Miste aus? Die brauchen wir eigentlich, ja, 3400. Die müssen wir eigentlich mal rüberbringen. So, jetzt schauen wir nochmal hier ganz kurz rein. Da sehen wir, ja, 6 Grasballen, 7 Grasballen. Gras, einer mit 3, 5, dann gibt 5, 5, 6 Stück, klar. Da hinten ist doch ein... Ah ja, das ist dieser eine gewickelte, der wird natürlich zu Silage. Da müsste doch schon längst Silage sein, oder? Naja, werden wir später sehen. Wir kümmern uns jetzt hier noch um... Nee, stopp, Motor bleibt an. So... Wir werden ja jetzt noch ein bisschen Ballen pressen. Das sollte automatisch gehen und er sollte auch automatisch ablegen. Jetzt muss ich gerade nochmal reinschauen. Ich war jetzt der Meinung, aber der macht doch keine... Nee, der macht nur Rundballen. Der macht nur Rundballen. Aber okay, ist jetzt kein Thema. Wir haben ja im Moment keine Quaderballen oder keine Presse für Quader. Und das Schöne ist, vor allen Dingen hier, weil ich habe da ein bisschen immer aufpassen müssen, weil wir ja ein kleines Gefälle haben. Weil wir ja hier ein kleines Gefälle haben, habe ich immer ein bisschen aufpassen müssen, dass mir die Ballen nicht wegrollen. Da haben wir natürlich hier einen schönen Ballenwender dran. Da kann nichts passieren. Wunderbar, wunderschön. So, wir machen das also sozusagen in zwei Steps. Einmal wickeln, einmal, nee, Quatsch, erst pressen und dann wickeln. Ja, wir müssten mal schauen, ob wir dann irgendwann früher oder später uns dann doch eine Kombi holen. So, jetzt fällt mir gerade ein, Augenblick. Ich hätte ja wieder Bock auf eine Göwal-Presse. Ich weiß gar nicht, warum haben wir eigentlich die Krone genommen, weil die bestimmt günstig war oder im Angebot. Ne? Wir haben ja sehr viel im Angebot gekauft, aber ich hätte ja so Bock auf eine Göwal-Ballenpresse. Und da gibt es ja eine mit und ohne. Ne? Da gibt es ja die klassische, die macht, ach, die macht nur 125er, deswegen vielleicht. Die macht nur 125er und die macht auch nur 125er. Okay, braucht 160 PS, die braucht 120 PS. Das braucht die Krone, denke ich, nicht, oder? Wo haben wir denn die Krone? Ach, die ist bestimmt ganz hinten, oder? Ja, die Krone braucht nur 70 PS und würde sogar 180er Ballen machen. Okay, ja, da spricht natürlich dann vieles. Ja, auch die Glas ist nicht ganz so dolle. Also die Krone ist schon nicht schlecht. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Apropos arbeiten, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge wieder mal. Ihr seht es, wir sind kräftig hier am Arbeiten. Wir machen hier schön ordentlich Gras, Silage, Heu für unsere Tierchen. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch ein schönes, schönes Wochenende, denn wir werden uns dann vermutlich erst wieder sehen, Montagabend, wenn ihr Bock habt, zu unserem Livestream von der Oberschwaben. Wir sind hier auf der Schellenberg und da machen wir ja im Big Farm Projekt, machen wir da weiter, werden dort ordentlich weiter arbeiten. Montags immer Big Farm auf der Oberschwaben und dann haben wir unser Classic Projekt auf der Alteiche. Da zocken wir donnerstagabends immer im Livestream 2 Stunden lang auf YouTube. Da sehen wir uns ab 20.30 Uhr auch am Montag. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.